und herzlich willkommen to the World Premiere. Hallo und herzlich willkommen zur Weltpremiere von Alles ist Liebe, heute in Berlin. Ich habe jetzt 15 Monate Weihnachten gehabt. Herrlich. Und das Ganze war einfach super. Ich hatte eine super Zeit. Wir suchen uns auch hier wieder im Kitsch, machen das aber auch sehr gerne. Und ich finde, dass es sehr, sehr schön aussieht. Die sind irgendwie die ganzen Leute wieder vom Film. Man hat ja auch teilweise mit vielen noch gar nicht gedreht. Und so, dass man hier so zur Premiere so zusammenkommt, das ist das Schöne. Ich freue mich, es ist toll, bei einem Ensemblefilm dabei zu sein, weil jetzt bei der Premiere so viele Kollegen dabei sind. Man fühlt sich gar nicht so, als würde man das Ganze auf den eigenen Schultern tragen. Man weiß, dass man da irgendwie einen schönen Film gemacht hat miteinander. Eine ganz herzliche Atmosphäre, die sich, finde ich, auch schon vermittelt. Das war ein super Dreh. Also Markus mit einer tollen Regie. Ich hatte mit Nora eine super Partnerin, also von daher. Und ich hatte einen wunderschönen Esel, der allerdings nur das gemacht hat, was er wollte. Das war ganz lustig. Ich freue mich total, dass wir jetzt den Film gleich sehen, weil ich habe ihn bis jetzt nur in sehr... sag ich mal, zurückhaltender Fassung gesehen auf dem Laptop. Deswegen finde ich es ganz aufregend, den jetzt richtig in voller Montur im Kino zu sehen. Das ist ein Film, der braucht die Leute. Die Leute wollen ein bisschen traurig sein, wollen lachen. Und wenn der Film das bringt, was ich hoffe, glaube und eigentlich ganz fest annehme, ja, dann ist es ein toller Erfolg. Das ist der Wahnsinn. Hauptsache, wir haben uns. Liebe ist was Tiefes. Die Liebe. Liebe, Liebe. Ist das Wichtigste im Leben. Emotionen. Markus Goller, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Hallo, liebe, 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 liebe. Unser Martin, der Weihnachtsmann, Elmar Wepper. Unser wunderbarer Klaus Friedrich Mücke. Der zauberhafte Viktor Christian Ulme. Unser Kerem Fahri Yardim. Die wunderbare Clara Heike Makatsch. Unser Jan, the Superstar Silver, Tom Beck. Die wunderbare Kiki Nora Tschirner. Jetzt lasst uns die Geschenke auspacken gehen. Bis bald. Hier die Augen. Das war ein sehr süßer Film, sehr emotional. Ich mochte die Schauspieler alle sehr, sehr gerne. Ich habe denen sehr gerne zugeschaut. Ich fand es sehr schön. Es war eine schöne Unterhaltung für 120 Minuten. Ein bisschen geweint und sehr viel gelacht und hatte sehr viel Freude beim Zuschauen bei den tollen, tollen Kollegen. Alles, was er verspricht, man ist so, es gerührt, man ist, man muss lachen da drin und es geht alles, gibt es natürlich ein wunderbares Happy End für alles und das ist eigentlich perfekt.